Hallo und herzlich willkommen zurück zu Cyberpunk 2077, hier auf meinem Kanal The Ghoul Gaming Channel. Okay, ich wollte als allererstes mal ein paar Weapons verkaufen. Wie viel Kohle habe ich denn? Okay, gut. Danach würde ich gern zu Victor und mal meine Schulden bezahlen. Das wäre ganz nice, ehrlich gesagt. Ah ja, hier kann ich nachher meine Waffen verkaufen. Wie? Muss schon ein paar Wochen hier sein. Dachte schon, du hättest die Stadt verlassen. Ach was. Hatte Ärger, das Übliche. Aha, dann willst du dein Arsenal aufstocken, ja? Erstmal will ich was abgeben. Klar, zeig mal her. So, ganz schön was verkauft. Jetzt sind wir bei 5.500 und na los, sag was. Ich will auf jeden Fall jetzt erstmal zu Vic. Le Journal. Ich würde gern meine Schulden bezahlen. Besser spät als nie. Ja, ich bezahle deine Schulden bei Victor. Bedrohung Mittel. Ups, geht's da zur Sache? Hallo, ich bin Argus Ickman mit den WNS News. Heute ist ein trauriger Tag in der Geschichte Night Cities. Bürgermeister Lucius Ryan ist verstorben. Ryans Familie hat uns über seinen Tod informiert. Er starb friedlich, während er schlief. Die genaue Todesursache ist noch nicht bekannt. Man geht allerdings vom Versagen seines Herzimplantats aus. Ryans verbleibende Amtszeit wird von seinem Stellvertreter und engstem Vertrauten übernommen, Weldon Holt. Holt hat offenbar vor, bei der anstehenden Bürgermeisterwahl zu kandidieren. Der Hitman. Heute betrauern wir den plötzlichen Verlust des Bürgermeisters. Achso, reden wir jetzt mal über gestern. Warte mal, meine Gesundheit ist komplett unten, oder? Ich bin da auf Null. Ich sollte vielleicht mal was... Gib mir mal was zu essen. Boah. Gibt's da nicht, ey. Verkaufen. Okay, aber Victor ist ja gleich um die Ecke. Der hat bestimmt was zu kauen für mich. Laufe ich eigentlich? Ich konnte doch irgendwo mein Fahrzeug abholen. Ah, geht keiner ran. In der Garage in der Nähe. Wo sind denn hier Garagen? Also das Auto kommt immer von da gefahren. Ich weiß nicht, ob es auch da rauskommt. Was ist das? Champagnerkühler. Aber das ist ja ein Parkhaus, das ist ja keine Garage. Ist er das? Nee. Na, den gönne ich mir auf jeden Fall irgendwann mal. Du leuchtest so? Nein. Das ist auch nicht. Ah! Ja. Oder? Wow! Was ist denn jetzt? Johnny, hast du das auch gerade gesehen? Hier stimmt was nicht. Was du nicht sagst. Alter. Ich meine nicht das Autowrack, sondern die Fahrerflucht. Der höflichste Chauffeur der Stadt. Fährt nach einem Unfall einfach weg?
Das war der Dings da, ne? Der Dell. Delamain, genau. Wir bitten vielmals um Entschuldigung für den Verkehrsunfall. Aua. Die Delamain Corporation möchte Sie herzlich in Ihr Hauptquartier einladen, um den Schaden zu beurteilen und eine entsprechende Entschädigung zu arrangieren. Okay. Gleichzeitig bietet sie mir ein neues Auto an. Ist das Ding Schrott jetzt? Ein Fixer hatte gerade ein Fahrzeug zum Kauf angeboten. Jedes Mal, wenn ein Fixer dir ein Angebot schickt, erscheint eine neue Markierung auf deiner Minimap. Wenn du das Fahrzeug kaufen möchtest, begib dich zum angegebenen Ort und bestätige den Kauf. Oh. Aber deswegen kann ich jetzt hier nicht mehr rein. Ist noch was im Kofferraum? Nee. Okay. Ja. Also wieder. Achso, ich soll. Ja, nee, keine Ahnung. Okay, was machen wir jetzt zuerst? Neuen Seele in Haywood gehört. Ich bin Sebastian Ibarra, genannt Padre. Wie? Freut mich. Ich mag Menschen, die Sinn für Respekt haben. Die hören voneinander wie. Wird dir den zweiten Datencrash verpassen, hörst du? Oh. Die Firma ist Geschichte! Würden Sie mir bitte die Kontaktdaten Ihres Anwalts mitteilen? Fick dich, Elektrohirn! Danke, hey. Ihre Eingabe wird bearbeitet. Bitte warten. Hey, Dell. Guten Tag, werter Kunde oder Kundin. Womit kann ich dienen? Sie hier gar nicht angestellt. Nee, hab ich nicht. Problem damit? Nein, schon okay. Ja, Ruhe im Karton, ja. Was ist los, Dell? Erkennst du mich nicht? Du hast mir eine Nachricht geschickt und gesagt, wir müssen über den Unfall reden. Sie sprechen mit einem Unterprogramm des Delamain Networks. Leider verfüge ich nur über eingeschränkte Funktionen. Bitte geben Sie die Bearbeitungsnummer Ihres Schadensberichts an. Du musst keine Zahlen, sonst finden sie dich. Wer? Konzerne. Sagst du mir endlich, was ich hier soll? Zur Beurteilung, ob Sie, Kunde oder Kundin, aufgrund des Unfalls Schaden erlitten haben. Bei mir kamen 20% raus. Ihre Identität wurde durch unsere Gesichtserkennungssoftware bestätigt. Mrs. Elaine Paggers, wie würden Sie Ihre Erfahrung mit Zwischenfallnummer 77111101096 beschreiben? Mrs. Elaine. Geiler Unfall, krieg mich gar nicht mehr ein. Und jetzt hol den echten Delamain. Wie? Verzeihung, wenn der Rezeptionist Ihnen Umstände bereitet hat. Ich kann aufgrund einer aktuellen Krise leider nicht alles selbst beaufsichtigen. Ich habe mir erlaubt, Ihnen eine entsprechende Ausgleichszahlung für den entstandenen Schaden zu überweisen. Sonderbehandlung.
So, Ehre. Könnten wir uns woanders unterhalten? Ist da was? Sicher, ist mir recht. Dann folgen Sie bitte der Drohne. Mhm. Ist ja niedlich. Ich bin durchaus bewusst, dass der Kundenservice im Moment ungenügend ist. Vielleicht könnte eine Führung als Entschädigung dienen. Dieser Gang führt von der Werkstatt zum Büro. Achso. Und hier befindet sich unser Herzstück. Alles ist automatisiert. Ich ziehe derzeit in Erwägung, auch Reparaturen anzubieten. Also ist das eine künstliche KI? Glücklicherweise ist die Werkstatt im Moment etwas überlastet. Die ihr eigenes Geschäft aufgebaut hat, oder was? Ich gehe noch über den Ausfall der Delamain Network-Fahrzeuge nach. Es könnte sich um einen fortgeschrittenen Virus handeln. Das Problem muss schnell gelöst werden. Der plötzliche Anstieg an Zwischenfällen ist kostspielig und zieht zu viel Aufmerksamkeit auf die Firma. Der Kontrollraum. Es ist mir eine Ehre, dass Sie hier sind. Überraschenderweise. Kontrollräume sind für organische. Wofür brauchst du einen? Diese Einrichtung wurde früher von Menschen betrieben. Die Infrastruktur habe ich übernommen. Geil. Wofür sind die ganzen Lichter hier? Genau das wollte ich mit Ihnen besprechen. Jedes grüne Licht steht für ein Fahrzeug, mit dem ich in Kontakt stehe. Wie Sie sehen, ist dies nicht mehr für alle Fahrzeuge der Fall. An den roten Lichtern zu erkennen. Können das die Reparaturdrohnen nicht fixen? Leider ist in diesem Fall menschliche Hilfe erforderlich. Ich weiß, dass Sie ein breites Leistungsspektrum anbieten und äußerst diskret sind. Könnten Sie mir beim Bergen meiner fehlenden Fahrzeuge helfen? Warum muss ich diskret sein? Wer nicht bemerkt wird, wird nicht gestört. Ein spürbarer Anstieg an Inspektionen lässt vermuten, dass die Behörden mich bereits überwachen. Heißt das NCPD oder Netwatch? Letzteres. Mein legaler Status passt nicht in die derzeitigen Vorschriften. Wenn ich nicht aufpasse, könnte man mich als illegalen Einwanderer einstufen. Okay, Ich suche gerne nach deinen fehlenden Kahn. Sehr erfreulich. Ich sende Ihnen die Koordinaten Ihrer letzten bekannten Aufenthaltsorte. Sie müssen sie nur deaktivieren. Dann stelle ich die Verbindung wieder her und bringe sie zurück. Ich kümmere mich drum. Delamain-Fahrzeuge sind gut gesichert. Nehmen Sie am besten einen Scanner mit Entschlüsselungsfunktion mit. Okay. Jetzt darf ich gehen. Oh, 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 oh. Er ist halt einfach zu geil, ey. Mega, mega. Aber ich hau mal ab hier. Ja, ich hab gedacht, ich krieg jetzt vielleicht eine Karre als Entschädigung. Aber stattdessen habe ich jetzt noch mehr Arbeit. Gut, dann neue Quest. Na. Ich möchte einfach nur meine Schulden bezahlen. Bitte. Besser spät als nie, da ist es doch. Gut. Ah ja, hier steht da noch meine geklaute Karre. Yeah. Come on.
So, hallo. Oh, ho, ho. Fahren wir so weit hinter. Das muss ich das gar nicht. Hey. Peace. Geht's dir gut? Weg, ich komme, Alter, um meine Schulden zu bezahlen. Es tut mir so fucking leid, dass du jetzt so lange drauf warten musstest. 21.000. Ich denke die ganze Zeit 2.100. Wie läuft der Laden? Kann mich nicht beschweren. Die Konzerne lassen mich in Ruhe und Saka heuert wieder Söldner an, die alle die neuesten, besten Implantate brauchen. Schon besser, dass Misty dir hilft. Die kann dein Gejammer gut ab. Ja, mich in ihrem Laden einzumieten war eine super Entscheidung. Weißt du was? Ich glaube, du bist der Einzige in Night City, der zufrieden ist. Ab einem bestimmten Alter hast du keine Illusionen mehr. Dann wird das Leben viel einfacher. Hm. Das kann ich nur bestätigen, ja. Okay, ich muss 21. Okay, sind ja, haben wir fast schon die Hälfte. Okay, das war dann wohl einmal nichts. Okay, die Main Story ist hier gerade ganz in der Nähe. Also würde ich vorschlagen, mach ich mal das. Und dann hoffen wir, dass da mal ein bisschen Kohle bei Run kommt. Alles klar. Was für eine Waffe? Moment mal. Okay. Oh, da ist doch was Schickes. Yeah. Das wollte ich nicht, wirklich. Chill mal, chill mal. Weiß ich doch, weiß ich doch. Oh, du siehst echt nicht gut aus. Bitte. Du Danke. Siehst besser aus. Während der Autofahrt dachte ich, du schaffst es nicht. Warum hast du mir überhaupt geholfen? Ich brauchte dich lebend. Das tue ich immer noch. Geht's um den Biochip? Sind wir deshalb hier? Hm. Hab gehört, dass er irreparabel beschädigt wurde. Jeder Versuch, ihn zu entfernen, wäre tödlich für dich. Vic plaudert wohl gerne. Du solltest dankbar sein für das, was er für dich getan hat. Was genau willst du von mir? Als erstes musst du mir sagen, wo ich Evelyn Parker finde. Evelyn? Wofür brauchst du sie? Sie und Yorinobu Arasaka hatten eine intime Beziehung. Sie weiß, wo er angreifbar ist. Ich wollte eh mal mit dir reden. Sie hat mir ihre Hilfe versprochen, um den Chip loszuwerden. Darauf solltest du nicht vertrauen. Sie ist wahrscheinlich schon lange verschwunden. Dann hast du deine Frage selbst beantwortet. Sie ist nicht mehr hier. Warum glaubst du, dass sie dir mit dem Chip hätte helfen können? Hilft dir ein anderer Konzern? Keine Ahnung. Evelyn wusste viel über den Relic. Darunter massig vertrauliche Informationen. Sie war schwer zu durchschauen, hatte aber diese Durchtriebenheit von Konzernagenten. Du weißt schon. Würdest du mich auch als durchtrieben bezeichnen? Hey, du wurdest rausgeschmissen zu den anderen Außenseitern. Schon vergessen? Tut mir leid, dass ich dir nicht helfen konnte.
Ich sollte dann los. Warte. Ich brauche dich. Yorinobu Arasaka muss für den Mord an seinem Vater bezahlen. Du willst Gerechtigkeit in Night City? Ich will Rache. Weitaus realistischer hier. Ich habe Verbündete, um Yorinobu in die Knie zu zwingen. Ich brauche nur Beweise. Und du denkst, sie glauben der Söldnerin? Mehr habe ich nicht in der Hand. Und ich kenne hier niemanden. Bin auf der Flucht. Werde gejagt. Was, wenn ich Nein sage? Dann nenne ich dir die Belohnungen dafür, dass du Ja sagst. Das ist ja nett ausgedrückt. Also was? Wir spazieren einfach in Sarasaka Hauptquartier und schreien heraus, dass Yorinobu seinen eigenen Vater umgebracht hat? Wir bekommen eine Anhörung vor vernünftigen Menschen. An einem neutralen Ort. Gewisse Prozeduren werden die Wahrheit ans Licht bringen. Ein Lügendetektor? Vergiss es. Dann wird's Zeit für Option B. Du stirbst. Hast keine Ahnung, wie du dich retten kannst. Ein Chip, der Relic, ist schuld. Arasaka-Technologie. Und nur Arasaka weiß, wie sie funktioniert. Dieser Konzern kann dich ebenso leicht retten wie verschwinden lassen. Du brauchst nur die richtigen Leute auf deiner Seite. Simple Politik. Und was für Leute meinst du genau? Leute, denen Arasaka wichtig ist. Denen das sichere Wachstum des Konzerns am Herzen liegt. Du meinst Leute wie Anders Hellmann? Woher kennst du diesen Namen? Hab mich vernünftig auf den Job vorbereitet. Hellmann hat den Relic erfunden. Wohl kaum. Er ist nur eine Schachfigur. Ich dachte an jemand Mächtigeren. Außerdem hat Hellmann Arasaka verraten und ist entkommen. Was denn jetzt? Sollte man da jetzt was hören? Überall dreckiger Saka-Abschaum. Hey, das wollte ich mir anhören. Schnauze. Niemand außer dir will den Scheiß über diese Konzernschlampe sehen. Was hast du gesagt? Soll ich's wiederholen? Lass gut sein, Takemura. Der ist ganz schön. Einer von euch weiß, was gut für euch ist. Der ist ganz schön frech mit seiner Vollmütze, Alter. Ja, schade, dass man das jetzt nicht gehört hat. Das Letzte, was wir wollen, ist auffallen. Verzeihung. Ein dummer Reflex. Danke für das Angebot. Ich muss drüber nachdenken, aber ich melde mich. Ich brauche Zeit zum Planen, Organisieren. Wird sich für dich auszahlen, mir zu helfen. Ich will dich bitten, nicht die Stadt zu verlassen. Was? Warum sollte ich das denn tun? Ich brauche Hilfe. Und am ehesten finde ich die hier. Wer soll dir außer Arasaka-Expertin helfen? Du hast keine Alternative. Wir haben doch gerade über einige gesprochen. Tja. Ich möchte gern wissen, was mit Evelyn ist. Aber am sichersten wäre natürlich der Entwickler. Ja, die kenne ich schon. Ich glaube, mit ein bisschen Glück finde ich Evelyn. Wenn sie dir vorher nicht helfen konnte, kann sie das jetzt auch nicht. Verbrecherkodex. Schon mal von gehört? Das habe ich. Ein seltsamer Ausdruck. Ganoven besitzen keine Ehre. Das würde Yorinobu so unterschreiben. Garantiert. Diese Parker wird dir nicht helfen. An deiner Stelle würde ich mir einen Plan B überlegen. Anders Hellmann. So heißt der Entwickler des Chips. Um den Relic loszuwerden, muss ich ihn finden. Und wenn ich dafür noch mehr Ärger mit Arasaka bekomme, drauf geschissen.
Hellmann hat Arasaka verlassen. Hab selbst eine halbe Ewigkeit nach ihm gesucht. Er war, wie heißt es noch? Wie vom Erdboden verschluckt. Da war aber jemand fleißig die letzten Tage. Solange es da draußen Informationen gibt und ich mich auf alles vorbereiten muss, werde ich nicht still sitzen. Ist ja auch dein Job. Das war mein Job. Warum hast du Hellmann gesucht? Er war es, der Saburo auf Yorinobus Intrige aufmerksam gemacht hat. Er kannte sie beide gut und könnte ein wichtiger Zeuge sein. Konzernratten quietschen immer, wenn man sie am Schwanz packt. Mehrere Tage lang habe ich Informationen gesammelt. Alle Spuren führen zu einem Club, dem Afterlife. Ich wurde von der Königin der Fixer dort abgewiesen. Rogue. Weil sie dich für einen Konzerner hielt? Nein. Sie hielt mich für Saburosans Mörder. Rogue ist gut informiert und bekommt alles mit, was in der Stadt passiert. Vielleicht hat sie eine Ahnung, wo Hellmann steckt. Viel Glück dabei. Die Frau ist wählerisch, teuer und unverschämt. Ich kann nicht länger hierbleiben. Such ruhig nach Parker oder Hellmann, wem auch immer. Ich muss Freunde von mir um ein paar Gefallen bitten. Sobald meine Leute bei Arasaka bereit sind, zuzuhören, rufe ich dich an. Mhm. Na dann. Wenn du Hellmann tatsächlich findest, lass es mich wissen. Ich habe eine Rechnung mit ihm zu begleichen. Okay. Oh, hoppla. Sepper, Packung und Dreck. Manche Sachen ändern sich nie in Night City. Arasaka ist immer noch eine despotische Maschine und die Welt auf Kollisionskurs mit dem Chaos. Aber hey, wenigstens ist Rogue noch am Leben. Du hast echt Nerven. Erst willst du mich töten, jetzt willst du mein Kumpel sein? So tun, als wäre nichts passiert? Du weißt schon, dass du nichts laut sagen musst, um mit mir zu reden. Was willst du von mir? Hab nach einer Runde Nachdenken meine Meinung geändert. Will dich nicht mehr umbringen. Fick dich, Arschloch! Hey, ich hatte es auch schwer. Du bist auf einer Müllhalde aufgewacht, ich in deinem Kopf. Mitten in deinen Gedanken, Erinnerung. Gleichstand, würde ich sagen. Ich habe einen Schritt zurückgemacht und nachgedacht. Wir könnten einander helfen. Am besten fangen wir mit Rogue an. Wir kennen uns schon seit Urzeiten. Du bist Vergangenheit, Arschloch. All deine Freunde sind entweder tot oder zu alt, um sich an irgendwas zu erinnern. Johnny Silverhand ist als Legende gestorben. Das vergisst niemand. Genau. Du kennst Rogue. Und was soll ich hier sagen? Mein sprechender Gehirntumor behauptet, er wäre ihr alter Kumpel Johnny? Glaub mir, Rogue hat schon dümmeren Scheiß gehört. Schon vor Ewigkeiten, als du nicht mal ein Kitzeln im Hodensack deines Papas warst. Spar dir das Gelaber. Ich habe deine Erinnerungen gesehen. Widerlich. Überlass Rogue einfach mir. Die tanzt nach meiner Pfeife. Bring uns nur ins Afterlife. Es gibt kein Uns. Weg ist er. Ja. Die beste Waffe gegen den... Ich glaube nicht, dass ich jetzt meditiere. So, wollte gerade sagen, raucht das schon, aber. Zum Glück nicht. Wie? Bist du das? Scheiße, ich dachte, du wärst tot. Bist
nicht die Einzige, die mich für tot hielt. Ich habe auch gedacht, dass es das für mich war. Ist nicht gut gelaufen, hm? Nicht ganz nach Plan. Du hast also davon gehört? Hast wohl mit Evelyn geredet? Musste ich nicht. Die ganze Stadt weiß davon. Hör zu, ich muss Evelyn finden. Eigentlich will ich nicht über sie reden. Weißt du, wo sie ist? Was habe ich gerade gesagt? Lass es. Ich werde mich nicht wiederholen. Judy, ich habe nur dich. Du bist meine einzige Hoffnung. Ich muss sie finden. Und ich weiß, dass du mir dabei helfen kannst. Und wer sagt, dass ich das will? Oh no. Ja, okay. Das heißt dann wohl, die Folge ist vorbei. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Lasst mir ein Like und ein Abo da, ihr kennt das ja. Und ich glaube, es ist besser, wenn ich die Folgen in Zukunft wirklich eine Dreiviertelstunde lang, also 30 Minuten bis 45 Minuten mache, weil ansonsten geht einfach zu viel von der Story flöten und das wäre schade drum. Also vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann. Tschüss.